Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, sind wir drin in unserem Spiel und schauen wir mal, hier hinten ist ein Wassernotstand. Wie kommt der zustande? Was nicht angeschlossen? Ja, genau so ist es. Okay, dann wollen wir da mal gerade noch eine Leitung legen. Und da hört es auf. Können wir gleich so rüber machen, oder? Ja, machen wir mal so und dann passt das schon. Dann sollte da auch Wasser hin, aber wir haben natürlich insgesamt zu wenig. Klärung ist okay, aber Frischwasser fehlt. Hier macht das doch noch einen ganz guten Eindruck. Müssen wir noch anschließen. Machen wir so, denke ich mal. So, dann sollte das auch höher kommen. Tut's das auch? Da jingelt es irgendwo, hat es wieder gebrannt. Das ist nicht gut, wenn es brennt. Wir sind noch im Wassermodus, deswegen geht das mit dem Bauabreißen nicht, oder wie sehe ich das? Könnte wohl sein, ne? So, jetzt ist es weg. Haben wir noch was zum Abreißen? Da fehlen Arbeiter, das heißt, da wird auch irgendwann Leerstand sein. Hier, das Wasserproblem ist gelöst. Haben wir sonst noch einen Leerstand irgendwo? Zurzeit wohl eher weniger, dann ist das System eigentlich relativ gut am Laufen, ne? Ah, da ist irgendwo was gewesen gerade. Oh, da ist mehreres. Okay, hier passt es dann noch nicht ganz, aber kriegen wir bestimmt auch noch hin. Da ist noch Industrie sogar kaputt. Da fehlen überall Arbeiter. Frage, welche, ne? Gut, hier sieht es aber ganz in Ordnung aus. Da gibt es einen Stau auf der Abfahrt. Gut, oh, da ist schon wieder einer. Naja. Den gerade auch noch weg, aber da werden noch mehr kommen. Wir brauchen irgendwie ungebildete Arbeiter oder was suchen die? Ne, da reinklicken. Nicht genügend Arbeiter. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir Arbeiter kriegen. Müssen wir noch ein Viertel ausheben oder was? Sollte nicht so schwer sein, hier noch ein paar hinzukriegen. So geht das, oder? Passt. Jetzt müssen noch ein paar einziehen und dann kriegen wir das hin, oder? Wasser liegt schon. Daneben. Achso, das wollte ich gar nicht, das wollte ich. Daneben können auch noch einziehen. Hier fehlt es irgendwas anderes. Da ist eine Mülltonne. Wie sieht es mit Müll hier aus? Brauchen wir da? Ne, eigentlich ist die Müllabfuhr aktiv. Hier unten war die irgendwo, oder? Ja. Wie sieht es denn aus in der Mülldeponie? Das wollte ich gar nicht. So wollte ich. 17% voll, 30% voll. Dann machen wir die mal leer, damit die auch in Einklang kommen. 58% voll. Gebäude leert sich, okay. Und das Gegenstück ist, glaube ich, hier, ist voll. Okay, das heißt, wir müssen das schon wieder ändern. Da oben ist noch eine weitere Stelle. Ja, 100% voll. Deswegen sind irgendwo überall Mülleimer zu sehen, ne? Müssen wir umdrehen. Muss leer gemacht werden. Und muss voll gemacht werden. In Anführungsstrichen, ne? Ist voll, ne? Ja. Hier ist wahrscheinlich genauso. 2% voll. 100% voll. Okay, das klappt. Was ist hier passiert?
Kapazität im Mülldeponien, Friedhof ist voll. Oh, der Friedhof ist voll. Das heißt, wir brauchen mehr Platz. So, wo sind Friedhöfe? Ach so, das muss man wahrscheinlich erstmal umschalten, ne? Ja. Ja, okay, dann muss das so laufen. Hier ist ein Krematorium. Okay, das läuft. Da müssen wir irgendwie umlagern. Und da ist noch einer. 500 von 3000. Okay, das passt. Wie sieht der Stand der Dinge jetzt aus? Es leert sich. Keine Ahnung, wie das läuft. Nochmal. Ausgewählt haben wir. Da ist noch ein Friedhof, da ist ein Krematorium. Nein, ich möchte keine Straße bauen. Ich möchte einfach nur draufklicken und wissen, wie voll der ist. Fast leer. Da ist auch noch einer. Auch nicht so viel. Hier ist auch noch einer. 800. Da ist einer. 80. Und sonst ist keiner. Gut, müssen wir weiter gucken. Friedhöfe ist jetzt klar. Was haben wir noch? Brennende war da. Hier oben ist noch wieder Müll. Weiter problematisch. 51% voll und hier 91 leert sich aber, okay. Wie weit waren wir hier? Leert sich und der ist 13% voll, das passt also. Da war glaube ich nix. Das läuft. Ein bisschen Industrie ist noch gefragt. Aber hier ist auch abzureißen wieder. Da, dort, weiß ich gar nicht, wo das Haus da ist, was abgerissen werden soll. Müssen wir mal reingucken. Ah, das. Das auch weg. Hier fehlt sein Arbeiter noch. Das hatten wir doch gerade neu gemacht, das Viertel, ne? Dann überall welche hingezogen. War noch nicht überall, aber kommen welche. Müssen wir noch hier irgendwie weitermachen. Machen wir erstmal hier im inneren Bereich. Hier können wir eine ganze Reihe nur anlegen. So, da ist genug Wohnraum. Hier machen wir auch noch was hin. Das können wir ganz zumachen, das Viertel. Wie sieht es da gleich mit Wasser aus? Müssen wir mal gucken. Und dies machen wir auch noch zu. Und der Wasser... Ah, da fehlt alles an Wasser. Gut. So und so. 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 Fast. Wasser haben sie dann da? Ist auch noch vorne noch vorhanden. Stromtechnisch fehlt's noch, aber die wachsen ja darüber dann zu. Oh Gott, da sind schon wieder ganz viele weg. Ja, dort,
Dort, dort. Ja, da müssen wir noch eine Mülldeponie machen, wenn da nicht abgeholt wird. Die könnte hier hinten sitzen. Zweimal, passt. Eine davon entleeren war, obwohl sie leer ist, aber das soll erstmal so sein, damit die nicht voll wird. Gut, Müllwagen kommen, fahren aber komischerweise irgendwo anders hin. Ah, der erste ist abgebogen da. Kehrt zur Einrichtung zurück, lädt. Verstehe ich das richtig? Irgendwie. Komisch. Der einzige, der abgebogen ist. Die fahren alle woanders hin. Gibt's doch gar nicht. Ach, hier ist auch. Ich glaube, das ist ein Müllwagen von da hinten. Oh Gott, was haben wir hier für eine Schlange? Oh oh, bis hier in Stau. Das ist natürlich krass, ne? Liegt an dieser Kreuzung hier. Wenn immer nur zwei durchkommen, oder wie sehe ich das? Na, jetzt fließt es ein bisschen mehr. Krass, oder? Ja, das sieht nicht gut aus. Der Stau wird doch nicht kürzer, ne, oder? Nö. Das ist nicht gut, der wird sogar länger. Kriegen wir das irgendwie geregelt, dass das besser wird? Ja, keine Ampel wäre es, ne? Aber kriegen wir keine Ampel irgendwie hin? Das war verkehrt. Die Richtung war falsch. Kriegt aber auch sofort eine Ampel. Deswegen fahren wir auch nicht mehr rüber, oder? Kriegen wir das noch anders geregelt? So. Muss ich ein Stück abreißen. Und zwar dieses. Und das muss ich auch abreißen. Ja, das mache ich auch weg. Und hier müssen wir auch noch was wegmachen. Das machen wir weg. Und dann kommt das von dort nach dort. Das ist die Auffahrt, ne? Jetzt haben wir hier diesen komischen Knoten davor wenigstens weggeschafft. Da werden wir bestimmt irgendwann später auch noch ein Problem kriegen. Aber ich glaube, es läuft ein klein bisschen besser jetzt. Der Müllwagen, der ist über Rot gefahren, habt ihr gesehen? Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Da sehen wir ja am Ende hier, ne?
Oh, bis zur Brücke da. Ja, ich glaube, wir müssten hier noch eine Autobahnabfahrt machen. Kann das sein? Weil die kommen ja von da, wollen da, nach da. Wo fahren sie dann lang? Gute Frage, ne? Überall. Ich glaube, wir machen hier noch eine Autobahnabfahrt. Ist schon passend. Vielleicht fährt mal irgendwann da einer runter. Und vielleicht von da machen wir nur noch da einen hin. Obwohl da gar keiner runterfahren kann zurzeit. Und dann machen wir da eine Auffahrt, die aber auch nicht benutzt wird. Und hier wäre dann die Auffahrt so zu machen. So. Gucken, ob das gehen könnte. Irgendwann wird es vielleicht angenommen. Ah, zwei sind da schon runtergefahren. Guck an. Ja, wenn die dann definitiv nicht mehr hier lang fahren, sind das ja schon zwei weniger, die hier runterfahren. Gut. Wieder einen Schritt weiter. Gut. Hier hinten hatten wir da schon ein Baugebiet gemacht. Ja, da passiert aber nichts. Wie sieht es da mit Wasser aus? Wasser war versorgt. Strom kommt dann von alleine. Strom ist aber auch schon knapp, wie wir gerade sehen. Da können wir aber schnell ändern, indem wir hier noch irgendwo, wo war das? So ein schickes Kraftwerk dabei schmeißen. Gut. Kommt bestimmt dann gleich mehr. Okay, aber oh, hier brennt es ganz doll, aber da wird auch gelöscht. Ne? Ja, Feuerwehr ist vor Ort. Gucken, wie das ausgeht. Hier sind doch noch ein paar Häuschen wieder abzureißen. Irgendwie auch immer die gleichen, glaube, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Hier sieht es ganz gut aus. Doch, ne, da ist auch noch. Ah, das ist jetzt gerade von alleine abgerissen worden, oder wie sehe ich das? Gut, okay. Da ist eins oder zwei dann zwischen, die weg müssen. Hier läuft's jetzt. Da ist, glaube ich, eins. Ne, das ist Müll, der da nicht abgeholt wird. Okay. Jo, gut, aber es geht ja voran. Geld ist auf der Kante. 27.000 haben wir Einwohner. Gucken, dass wir mehr kriegen. Hier passt gerade was nicht, aber das müssen wir in der nächsten Folge dann machen, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.